Ja, hallo. Ja, herzlich willkommen ist ja schon falsch. Also ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem besonderen Abend in einer besonderen Zeit. Wir haben den Abend eigentlich schon im Mai geplant. Er wurde verschoben und ist jetzt heute Abend unter Corona-Pandemie-Bedingungen auch nochmal ganz besonders, weil der AK Moshaliadze, oh, das ist ein schwerer Name, nicht da sein kann in live und wir das per Internet den Kontakt herstellen, per Videokonferenz. Und auch Elene Tschetschashvili nicht vor Ort sein kann, sondern aus Zürich beigeschaltet ist. Wir werden die Veranstaltung aber trotzdem machen und ich freue mich sehr, heute Abend jetzt AK Moshaliadze begrüßen zu dürfen. Er liest aus seinem Buch von alten Herzen und Schwertern. Petra Tschetschonka wird die deutsche Übersetzung lesen. Und Jan Wiele wird die Fragen stellen, die Ellen dann noch übersetzt. Und Ekaterina Kinschurashvili, für uns Deutsche alles schwere Namen, wird am Flügel noch einige georgische Stücke spielen. Also ich freue mich sehr und wir starten einfach und es fängt an mit einem georgischen Stück. Vielen Dank. Ich begrüße Sie auch von meiner Seite ganz herzlich. Ich habe mir ganz lange überlegt, was ich ins Programm nehme und habe gedacht, das, was wir hier machen jetzt gerade in der Corona-Zeit, ist schon ein bisschen eine Improvisation, eine ständige Improvisation. Und deswegen habe ich mir auch ein Stück von Bidzina Kvernadze ausgesucht, was eine Improvisation heißt. Ja, ich begrüße noch mal kurz Aka. Ich begrüße Aka Moshaliadze live aus Tiflis zugeschaltet. Und Aka Moshaliadze wird jetzt aus seinem Buch auf Georgisch lesen, von alten Herzen und Schwertern.
საქართველოს დაპყრობის მეოთხე საუკუნის თავზე რუსები ჯერ კიდევ არ აეშენებინათ ციხე თბილისში. ალბათ საჭირო არ იყო და ერთა. მხოლოდ სადილეგე ორმოები იყო ძველი ციხესიმაგრის სეზონში და ეს ხმარობდა. მაგრამ ახალგაზრდა ფლავლებს, როგორც აზნაურს, საერთოდ დილეგში ვერ ჩავიდებდნენ. ვინაიდან ეს კეთილშობილი სისხლის იყო და ასეთებისთვის ყაზარმებში პატარა ოთახები გამოიყენებოდა ხოლმე. ეს გათავისუფლება მოულოდნელი იყო. Nice, that's it. The first page. Thank you, Akka. Thank you. Petra. Im Frühling des Jahres 1828 wurde in der Stadt Tiflis der Edelmann Baduna Pavneli im Alter von 26 Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Es war Pfingsten. Noch im Gefängnis bekam der Edelmann seine Waffen zurück. Einen mit Silber verzierten Gürtel, einen silbernen Dolch und ein Schwert aus persischem Stahl mit versilberter Scheide. Alles geerbt von seiner vor ihm gegangenen Familie. Außerdem eine versilberte Pulverflasche, die noch nach Schießpulver roch. Das Gefängnis war kein Gefängnis im eigentlichen Sinne, sondern eine Kaserne. In den 25 Jahren, seit sie Georgien kontrollierten, hatten die Russen in Tiflis kein Gefängnis gebaut. Wahrscheinlich, weil es keines bedurfte. Es gab Kerkerzellen in der alten Festung. Das war alles. Da aber der junge Pavneli von adliger Herkunft war, konnte er nicht zu den anderen Insassen in den Kerker geworfen werden. Nein, Edelmänner hielt man in einem kleinen Raum in der Kaserne fest. Seine Entlassung kam unerwartet. Jemand musste sich beherzt genug gefühlt haben, beim Statthalter oder sogar an höherer Stelle, beim Vizekönig, für ihn vorzusprechen. Es gab keine andere Möglichkeit für eine so vorzeitige Entlassung. Wenn die Art, wie Russen ihre Gefangenen behandeln, für ihn in Frage gekommen wäre, hätte man ihm den Schädel und den Schnauzer halb geschoren und ihn für weiß der Himmel wie lange nach Sibirien verschleppt. Damals kursierten in Tiflis haufenweise Geschichten über Sibirien, schreckliche Geschichten von dickem Eis und schweren Fußeisen. Ein Priester der Antichachi-Basilika predigte sogar, dass Sibirien tatsächlich die Hölle war. So erwies es sich als sehr hilfreich, in der Familie einflussreiche Taufpaten zu haben. Der junge Pavneli ahnte nichts von dem Gespräch, das der Grund für seine Entlassung war. Einmal auf freiem Fuß blieb er nicht allzu lange in der Kaserne. Er wurde, noch unbewaffnet, auf schnellstem Wege in das Dienstzimmer des Obersts geführt, wo er auf einen strengen, in dunkles Blau gekleideten Mann traf, den er zuvor zwar gesehen hatte, an dessen Namen er sich aber nicht erinnerte. Es war der Oberst, der Pavneli mehr als einmal verhört hatte. Der Oberst klappte seine Schnupftabakdose mit einem Knall zu und wandte sich auf Russisch an Pavneli. Wir entlassen euch auf Befehl seiner Exzellenz. Ihr könnt euren Landsleuten dafür danken, euch aus unseren Fängen befreit zu haben. Ihr hättet eine härtere Strafe verdient. Unterzeichnet diese Urkunde. Ihr versteht doch Russisch, oder? Baduna Pavneli lächelte nur. Die Worte des Obersts hatte er nämlich kaum verstanden, setzte sich an den Tisch und beugte sich über die unverständliche Urkunde. Unterschreibt,
forderte ihn der Oberst auf. Unterschreibt und eure Haft hat ein Ende. Doch müsst ihr die nächsten 10 Jahre in eurem Dorf bleiben. Ihr dürft es nicht verlassen. Tiflis und auch alle anderen Orte sind euch verboten. Der junge Edelmann verstand auch dies nicht, begriff aber, dass er entlassen werden sollte. Also schrieb er, ich stimme zu, in georgischer Schrift an den unteren Rand des Schriftstücks. Der Oberst nahm an, dass dies seine Unterschrift sei. Entsprechend den örtlichen Gepflogenheiten nahm Pavneli seinen Siegelring vom kleinen Finger und hielt Ausschau nach Kohle, um die Urkunde zu besiegeln. Er erhob sich, ging zum Ofen, öffnete die Ofenklappe und schabte mit dem Ring an der Innenwand. Der Oberst schaute ihn zornig an. Pavneli drückte schwungvoll seinen Ring auf die Papiere, steckte ihn wieder an den Finger und erhob sich. »Verschwindet«, sagte der Oberst und setzte sich wieder an seinen Schreibtisch. Mit einer Verbeugung nahm Pavneli Abschied, drehte sich um und ging. An der Tür erwartete ihn ein Mann mit einem Gewehr und brachte ihn in den Raum, wo man ihm seine Waffen aushändigte. »Meine Pistole?« fragte der ehemalige Häftling. »Wo ist meine Pistole?« Die Russen schauten einander an und schüttelten die Köpfe. Die Pistole gaben sie ihm nicht zurück. Es war am Morgen. Am anderen Ufer des Flusses sah er, jenseits des Kasernentors, Tiflis. Die Sache mit dem Meer verhält sich so. Nur eine Handvoll Menschen aus Ostgeorgien hat jemals das Meer gesehen, während es in Westgeorgien jeder kennt. Zwischen den beiden Landesteilen liegt eine gewaltige Bergkette, die weder die Seeluft noch Osten noch den Nebel tief hängender Wolken oder die Einöde des Graslands nach Westen durchlässt. Mitten durch das Land verläuft also dieser Felsenkamm, sodass es schien, als gäbe es 2 verschiedene Länder. Über die Jahre und Jahrhunderte gab es durch historische Ereignisse mal 1 Georgien, mal gab es 10. Aber jeder, der einmal darüber nachdachte, wusste, dass es immer 1 war. Und alle wussten, dass die Menschen im Osten das Meer nicht kannten. Georgien war natürlich ein einziges Land. Nur schien es so, als hätte jemand entlang der Berge einen Spiegel aufgestellt, sodass sich die Menschen in Ost und West selbst gespiegelt sahen. Weil es so tief lag, war das Meer im Spiegel nicht zu sehen. Selbst wenn das eine Georgien also etwas Ungewöhnliches an sich selbst entdeckt hätte, sobald es in das Glas blickte, würde es nie darauf kommen, dass sich dort ein ganz anderes Bild zeigte. Nein, es hätte sich gewundert, dass an diesem Tag alles so seltsam aussah und versucht, sich ein wenig zurechtzumachen. Und so wusste auch Baduna Pavneli nicht, was das Meer eigentlich war. Er hat nie eine Zeichnung davon in einem Buch gesehen oder irgendetwas darüber gelesen, bis auf die wenigen Erwähnungen in der Heiligen Schrift. Er war ein Edelmann und eine Landratte, die nie auf Abenteuer fern von zu Hause aus war. Tatsächlich hatte er bei Zeiten bei der georgischen Miliz angeheuert, weil dies bedeutete, an der Seite der Russen gegen marodierende Plünderer aus dem Volk der Lesginen zu kämpfen. Baduna Pavneli hatte es geschafft, hinreichend Abenteuer dort zu finden, wo er war, und sich dieses Talent bewahrt. Selbst in seiner Kindheit hatten seine Paten gefunden, es sei etwas Gefährliches an ihm. Tadija war der Stille. Baduna, der Gefährliche. Vielen Dank. Das war Petra Sheshonka, die aus dem neuen Buch von Akka Morchilaze gelesen hat. Das heißt Von alten Herzen und Schwertern und ist im Mitteldeutschen Verlag erschienen. Und jetzt freue ich mich auch ganz herzlich zu begrüßen Elene Cecelashvili. Sie sollte eigentlich hier neben uns sitzen, ist heute aber aus Zürich zugeschaltet. Und sie hat sich diesen Abend ausgedacht, Elene. Deswegen begrüßen wir dich dort. Akka Morchilaze ist nach wie vor in Tiflis. Wir sind also an 3 Orten gleichzeitig. Und jetzt würde ich dem Autor mit Elenes Hilfe gerne ein paar Fragen stellen zu dem Roman. Darf ich schon losschießen, Elene? Ja, gerne. Akka Morchilaze hat ja schon viele Romane veröffentlicht. Darunter, ich würde sagen, sein Magnum Opus Santa Esperanza. Ich muss es mal einmal in die Kamera halten. Das ist ein Buch aus 24 kleinen Romanen.
Ja, ich muss es mal kurz drapieren. Kann man es so sehen? Santa Esperanza ist eigentlich ein postmoderner Roman aus 24 kleinen Heften. Sieht aus wie ein Reisegepäck. Und jetzt das neue Buch ist ganz anders vom Stil her. Es ist im Ton einer Novelle des 19. Jahrhunderts geschrieben, würde ich sagen. Also ein ganz anderer Tonfall. Und da wäre meine erste Frage, diese ganz geschlossene, fast novellistische Form, wollten Sie einfach mal was ganz anderes, antimodernes machen, Herr Mochilatze? Ich habe Road Movie verstanden. Das ist so viel Georgisch, kann ich auch. Genau, also ich werde jetzt zusammenfassen, was Herr Mochilatze gemeint hat insgesamt. Ich habe dieses Buch schnell geschrieben, in einer Woche. Ich beendete im Sommer ein dickeres Buch, Made in Tiflis hieß das Buch, also das wird in Deutschland erscheinen. Deshalb dachte ich, ich würde noch etwas Kleines schreiben, weil ich die Geschichte seit langem kannte und ich sie in jeder Epoche spielen lassen konnte. Ich dachte, die Geschichte des Reitens sei besser als das Fahren eines Autos. Und so entschied ich für diese Epoche. Ich wollte auch durch Zufälle und kulturelle Missverständnisse unterstützt werden, die für diese Zeit zur Norm gehörten. Ich habe noch nicht so viel über den Unterschied nachgedacht. Ich wollte nur, dass die Erzählung schnell ist. Das fand ich sehr interessant, dass es nur eine Woche gedauert hat. Daher erklärt sich vielleicht diese geschlossene Form, dass es wirklich aus einem Guss ist. Edgar Allan Poe hat ja mal gesagt, eine Kurzgeschichte soll man at one sitting schreiben, ja, also und auch at one sitting lesen. Das ist also für mich was Neues bei Aka Mochilatze. Romane, ასაც ქვია ნოველა, რასაც ინგლისელები ეძახიან, ნოველა. Ეს არის 30000 სიტყვა და ახლობთ ესეთი ისა. რა ქვია, მაგრამ ეს განსაკუთრებით ჩქარია, იმიტომ რომ თავიდან განსაზღვრული იყო მანქანაზე და მე გადავიდა ცხენზე და კეთილშობილ ადამიანზე, რომელიც კარგად დადის ცხენით, რა ქვია, ეს. და ასევე ეს არის გაუგებრობაზე. როცა ქვეყანას იპყრობ, უნდა იმას მაინც ეცადო, რომ გაიგო იქაური ხალხი რას ფიქრობს და როგორ. აი, ამა უფრო უკვე ძველ დროში გადავიტანე, უფრო მაგაზე ვფიქრობდი. არა იმაზე, რაც მოფიქრებული მქონდა, რომ აი ეს ბავშვი გაუბედურებული და დედა მოტაცეს და რა. აი ეს. Es war diese Epoche interessant, also früher hat er auch diese solche schnelle oder kurze Bücher geschrieben in novellistischer Form. Aber das ist natürlich besonders schnell geschriebenes Buch, haben Sie auch recht.
Ja, wir haben ja eben in der deutschen Lesung und auch vielleicht auf Georgisch ein Stück gehört von der Hauptfigur Baduna Pavneli. Und der hat noch einen Bruder und dieser Bruder ist traumatisiert, es spricht gar nicht. Und zwar, weil die Mutter der beiden entführt wurde. Und das hat mich sehr berührt an dem Buch. Das wird beschrieben als etwas, was damals ganz normal war. Also damals, Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts in Georgien. Und Baduna, die Hauptfigur, der wird selbst zum Mörder am Ende des Romans. Auch schon in dem Duell. Also worauf ich hinaus will, die Gewalt in dem Buch, die wird relativ beiläufig beschrieben. Das ist auch zum Beispiel bei Reise nach Karabach, ihrem ersten Werk, ist es auch so, dass Gewalt fast slapstickhaft am Rande vorkommt. Liegt das daran, dass Georgien, dass Gewalt in Georgien bis heute so was Normales ist, dass es einfach beiläufig passiert? Wird er nicht als Mörder verstanden, in diesem Verständnis, in dieser Mentalität, in dem er gelebt hat. Ხო, მოტაცება ეს დიდი პრობლემაა საერთოდ კავკასიისთვის მას შემდეგ რაც ოსმალეთის იმპერია გამოჩნდა ჩვენ ცხოვრებაში ჩვენ ეგეთი ერები ვართ ბევრი კავკასიაში ვინც აი ეგრე გამოვიდა რომ ერთი ინგლისელი მეგობარი მას და ყველაფერს ეკონომიკა მართავსო ოსმალეთში დიდი მოთხოვნა იყო კავკასიელ მეომრებზე და კავკასიელ ცოლებზე. იმიტომ რომ ბევრი ცოლები უნდა და ამის გამო საქართველოში იყო სრულიად განსაკუთრებული პროფესია, რომელსაც იქ აი ერთ-ერთი გმირი რომელიც არის, ვინც დედას მოიტაცებს. ის ამ პროფესიის კაცია, მაგრამ ეს უკვე მკვდარი პროფესიაა მე-19 საუკუნეში და ეს ხნიერი კაცია. მაგრამ ქალი შეუყვარდა და თავისი პროფესია გაიხსენა, ასე რომ თქვა. აი, ესეთი რაღაცაა თორე ხა. მოტაცებული ქართველი ტყვეები იყვნენ ეგვიპტის სულთნები, რა ქვიან, ბაღდადის ხალიფები და ასე შემდეგ. და ეს საოცარი ისტორიებია ცალკე. კიდე ხა ამაზე ამ ფორმაში ვერ მოუყვებით, თორე ეს ცალკე სიგიჟეა, ასე რა ქვია, ეს ტყვეთას ყიდვა ქვია ამას, ესე ეკონომიკური ტერმინია, რომელიც სრულად უბედურია. Natürlich ist Gewalt in Georgien nicht normal. Ich glaube jedenfalls nicht, dass es in Georgien so viel tägliche Gewalt gibt, dass man sie als einen mächtigen Teil des Lebens verstehen soll. Im Allgemeinen ist dies kein Land mit hoher Kriminalität. Darüber hinaus wurde in Georgien bis zum 19. Jahrhundert die Todesstrafe praktisch nie als höchste Gerichtsstrafe verwendet. Im Buch beschriebene Fall soll man im historischen Kontext betrachten. Im mittelalterlichen Georgien gab es ein Ereignis namens Legianova, bei dem Nordkaukasier Menschen entführten. Damit verbunden war ein internes Ereignis der Kauf von Gefangenen, zu dem auch die Entführung gehörte. Die wesentliche Ursache dieser Ereignisse war das Osmanische Reich, in dem Georgier und Tscherkesen als Krieger stark nachgeführt wurden. Es ging auch um Frauen als Ehefrauen und Familiendienerinnen. Dies ist eine separate große Geschichte und ich kann sie nicht so schnell erzählen. Der Entführer der Mutter von Pavneli ist einer der letzten Mohikaner sozusagen in diesem Beruf, der Käufer der Gefangenen. Und er kannte das Handwerk der Entführung und entführte die, die er von Weitem liebte. Das ist keine unbekannte Geschichte in unserer Literatur. Es ist ein langes Thema. Und Gewalt hat hier keine führende Rolle. Also dazu existierte der Begriff Gewalt in seiner jetzigen Bedeutung zu dem Zeitpunkt noch nicht. Darüber hinaus spielt diese Handlung des Buches im Zeitalter der Romantik, was auch bestimmte Verhaltensweisen impliziert.
kann man also nicht so eindeutig und schnell erklären, dieses ganze Geschichte ist so eigene Kapitel. Ich habe auch gesagt, dass es nicht so ist, dass es nicht so ist. Aber das ist ganz gewöhnlich. Da und weg. Kachlele gleich ich, ach, auch ganz da. Und es ist ein bisschen mal, aber darum muss ich das. Heißt, da gar nicht ist. Dann habe ich gedacht, aber das ist ganz gewöhnlich. Ich, das ist ein Nachlass. Es hat mir darum, mit der Sauber und ich mache eine mit dem Hörer nachher, oder? Kargi urtiertoba koda sakartos mepestan, ereklestan. Magra marcha mosula da deda misi da mshoblebi da zmebi ak tschorobde. Da tserili moitzera iketa, lakka mokla tserili. Da deda rogor akhar chveni venakhi rogor aris. Ais moitzera. Kartula. Ez tuli ambavia, saeto ta arbuina eka gomad. Es arar isro raka vigatz moitatsa da ez zaladoba. Ez arim teri sozialuri da ekonomikuri moulena. Ez gaubedura sakartola hori saukune maitz. Zwei Jahrhunderte lang hat Georgien unter diesem, also diesem Käufer der Gefangenen und diesen Bräuchen, also die auch soziale und ökonomische Gründe damals gehabt haben, wurde Georgien dadurch vernichtet, weil sehr viele Menschen wurden so geklaut oder gekauft. Und das ist ein schwieriges Kapitel. Ja. Also da gibt es viel zu erzählen. Aber ja, das, da, man merkt einerseits das Mythologische, das ist ja auch in ihren anderen Büchern stark. Also zum Beispiel, ich denke an den Raub der Sabinerinnen. Und jetzt hier eben ist es aber auch etwas ganz Aktuelles, Modernes, haben Sie gerade geschrieben, dass eben Menschen entführt werden. Ich wollte noch darauf hinauskommen, dass ja so viele verschiedene Bevölkerungsgruppen in Georgien sind. Und wir hörten das eben auch in dem zweiten Teil der Lesung. Also da sind zum Beispiel Georgier, Russen, Osmanen, Tataren und auch die Lesginen, die in Deutschland wahrscheinlich fast niemand kennt. Und man hört, dass sich der Osten so stark vom Westen unterscheidet in Georgien. Wir hatten das eben mit dem Gebirge, was in der Mitte verläuft. Und da steht einmal der Satz, den will ich einmal vorlesen, so wie ein Mensch, der in den Spiegel schaut, sein Selbstbild gegen etwas anderes tauscht, tauschten Ost und West in Georgien viel mehr als Windhunde und Bauern. Und da wollte ich einmal nachfragen, wie ist das zu verstehen? Titkos იყო აი ილე ჯავჯავაძეს უწერია რომ ყველა სხვადასხვა ნაირია მიხვდით აი ქართველი რომ დაიზარდებო ვინ მოიხედავს არა მოგეთ არ მინდა ჩაღმავება ხეს არ არის მაგათი ეს არა ქვია ბევრი უნდა აუხსნა მაგრამ ანუ აქ ის არის რომ ბევრად მეტია საერთო ვიდრე შეიძლება წარმოიდგინო ამ დაქსაქსულობის აი როგორ დღეს არის გერმანია ერთიანი ისე საქართველოს ერთიანი ბევრი იყო ძალგეი პრუსია და კურფიურსტები და ამბავი და ეს რაღაც აი ესეთი რაღაცა რა ანუ სარკე იმიტომ არის უბრალოდ საქართველოს პატარა და შუაში არის რიკოთის ესა რა ქვია უღალდაშები და აკრო დადგა სარკე რომ მოდის და აღმოსავლეთ საქართველოს ხარო ჩაიხედოს ბევრი სანახავი დასავლეთში არა აქვს სინამდვილე ანუ ქართველია რა ნუ ამის სიმბოლო და ასევე იქიდა რომ მოდის კაცი სარკეში ჩაიხედა შეულა უკან მიბრუნდეს იმიტომ რომ უცხო აქ არაფერი არ არის გარდა რაღაც ყოფითი და აქვეს ნეჩეულობების და დღეს რო ჩვენ მოგწონს აქვე პაროდისტები რო აკეთებენ სხვადასხვა ენობრივ მას რა ქვია ეს არის და ეს აი ამაზეა ეს ხვდით რომ რაც ამა დაშლილი იყოს ეს ერთი ენის და ერთი რელიგიის და ერთი როგორც გერმანია ზიური გასაგებია უნდა იყოს იქ ბევრად მეტი იყო ჩვენს შვიდი რო აგვაკ ეს არ Es impliziert einfach, dass die georgischen Königreiche, die damals so drei oder fünf waren, wie sie damals Georgia genannt wurden, in Geist, Geschichte und kollektivem Gedächtnis
viel näher beieinander waren, als sie schienen. Der Schriftsteller hat jetzt so einen Vergleich zu Deutschland gemacht, wie verschiedene Länder in Deutschland, Baden-Württemberg und Rheinland, Pfalz und so weiter, weil sie zwar verschiedene Länder sind, aber zu einem ganzen Deutschland gehören, so und viel Ähnlichkeit miteinander haben, viel Gemeinsames, trotz der Unterschiede. So waren diese georgischen Königreiche und sie waren politisch weit voneinander entfernt, aber sie sahen aus wie ein Mensch und sein Spiegelbild im Spiegel dieser Zeit. Das heißt, eine Seite dachte, sie sei die andere Seite und umgekehrt. Sie seien ineinander nicht sehr große Unterschiede. Sie hatten so viele Gemeinsamkeiten. Und das wäre meine Schlussfrage. Ist das heute immer noch so in Georgien? Also ist das wirklich so ein tiefer Riss, der durch dieses Gebirge entsteht? Oder? Es ist ein Thema, wo es geht, was sagt er, sie achlet das sehr, geht los. Საქართველოს მე ჩემი გერმანელი გამომცემელი არის სტეფან ვაიდლე, რომელმაც იცის რაღაც შტუტგარტელია და იცის სიტყვები და წინადადებები, რომელიც სხვა გერმანელებს არ ესმით. საქართველოს ახლა ასე არ არის, რა თქმა უნდა, ბევრად იოლად არის, მაგრამ რა კულტურული მრავალფეროვნებისთვის ეს ძალიან მაგარი რაღაცა რა. რა ქვია, რომ ჩვენ საქართველოს ძალიან პატარა ქვეყანაა და შეგიძლია ერთ საათში მოხდეს სულ სხვანაირ ეთნოგრაფიულ და კულტურულ გარემოში, ვიდრე იყავით. და ესე და აკვე და რა თქმა უნდა დღის ბოლოს ამას დაასრულებთ. ან მეორე დღეს, იმიტომ რომ პატარაა, მაგრამ აი ეს არის რა ქვია, პატარაა. ისიც დასავლეთ საქართველო, აი იმერეთისაც ესენი მირბიან, რომ იპოვნონ ამ წიგში. ის სხვა სამყაროა ცოტა. იქ სხვანაირი რა ქვია, ოდნავ სხვანაირი მენტალიტეტია. Ну, საქართველოა და ეს არის. ეს ამდიდრებს. ეს რა თქმა უნდა, ეს რო არ იყოს ამხო ძალიან მოსაწყენი იქნებოდა ყველა ერთნაირად ვირბენდით სტეპში რა. და ეს სტეპები მე არ მეყვარს. ჩვენ თაგორიანი ქვეყნიდან ვარ. ესეთი მრავალფეროვნება გვაქვს და რატო არა? Herr Weidle ist der zum Beispiel mein Verleger, deutscher Verleger, Herr Weidle ist aus Stuttgart und er hat mir einmal erzählt, wenn er auf diesen schwäbischen Dialekt spricht, dass andere Deutsche manchmal das nicht verstehen. Es gibt auch in Georgien solche Dialekte, also nicht so große Unterschiede jetzt heutzutage, aber es gibt diese kulturelle und mentale Unterschiede in Georgien auch zwischen Westregionen und Ostregionen zum Beispiel. Und diese Vielfalt, diese kulturelle Vielfalt und auch landschaftliche Vielfalt ist ein Markenzeichen sozusagen von Georgien. Und das bereichert uns alle. Einfach unsere Kultur, die ganze Kultur wird durch diese როცა ერთი კუთხის ხალხი მეორე კუთხის ხალხზე ანეკდოტებს ხვება, ეს ძალიან კარგია. საქართველოს ეს არ ითვლება რაღაც მატრასიავეთ, რომ აი რაღაც. არა, ეს ითვლება, რომ ყველაფერი იცის და რა თქმა უნდა და ერთმანეთის ხასიათები ძალიან ცნობილია სხვადასხვა კუთხეების. და სუ ამაზეა თამაში, რაც რაღაცა და ჩემთვის პირადად დამატებით კულტურულ იმას. აი მე მაგარ თბილისელი ვარ, აქაც კი თბილისში დიდი სხვაობაა რაღაც უბნებს შორის და ვიცით ჩვენ ერთმანეთის სხვაობები და რაღაც. აი ეს ახასიათებს ამ ქვეყანას და ესეთია რა, გადახა რეგიონებზე ხო საერთოდ. დიახ, დამბივა ფასი. ასე. Ich finde gut, dass es gibt also sehr ausgeprägte Charaktere in verschiedenen Regionen in Georgien und die Georgier erzählen oft Witze übereinander und bezeichnen das alles mit sehr großem Humor. Und sogar in der Stadt, ich komme selbst aus Tiflis, sagt Herr Morchilate, und auch dort, sogar in der Stadt, gibt es auch diese mentale Unterschiede zwischen verschiedenen Stadtkreisen und so weiter. Die Georgier haben sehr gutes Humor dafür, um diese Unterschiede irgendwie zu interpretieren, zu verstehen. Aber er findet das alles bereichernd.
Ja, vielen Dank für den Anschluss an die Moderne noch zum Schluss. Also ich bedanke mich ganz herzlich bei Aka Mochilatze, dann auch nochmal bei Elene Cecelashvili für die Einladung, für die Idee überhaupt, Aka in die Fabrik hier einzuladen, heute eben aus Zürich. Und an Petra Szeszonka für die schöne Lesung. Und jetzt hören wir noch ein Stück Musik von Katharina. Ich werde ein paar Themen aus verschiedenen Filmen spielen. Die Musik hat, also alle diese Themen, alle diese Stücke hat Ghiar Anceli geschrieben, ein georgischer Komponist. Und alle Georgier kennen einfach diese Stücke. Die sind, also die sind sehr, sehr schön und die sind, wie ist das? Man kennt sie einfach, ja. Dankeschön. Thank you.